Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute schauen wir uns mal wieder einige Neuigkeiten der letzten Tage an, denn da ist mal wieder einiges passiert. Unter anderem haben wir jetzt offizielle Neuigkeiten zur nächsten Season 7, das Ende für einige Battlefield-Spiele und neue Informationen zu kommenden Waffenänderungen, also lasst uns auch direkt mal einsteigen. Wie schon erwähnt, gibt es ziemlich schlechte Neuigkeiten für einige ältere Battlefield-Spiele. Dabei geht es speziell um Battlefield 1943, Bad Company 1 und Bad Company 2. Deren offizielle Server wurden jetzt nämlich gestern, also am 8. Dezember, final abgeschaltet und werden seitdem jetzt auch nicht mehr online gehen. Das heißt, man kann über offizielle Wege gar nicht mehr auf den Multiplayer von diesen Spielen zugreifen, selbst wenn man eigene Server gehostet hat. Der Singleplayer ist davon aber nicht betroffen und funktioniert auch weiterhin wie bisher. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich schade, dass das so gemacht wird. Auch wenn die Spiele nicht mehr großartig gespielt werden, ist es halt trotzdem einfach ein Teil der Geschichte der Serie und dass sowas verloren geht, ist halt einfach schade so. Vor allem ist es halt einfach wahrscheinlich so, dass die nur ein, zwei Server oder sowas für das Ganze gebraucht haben und das wird die wahrscheinlich ein paar hundert Euro oder sowas gekostet haben pro Jahr und das halt wegen so solchen Peanuts für so eine Firma, die Spiele praktisch komplett down nehmen, ist für mich einfach keine gute Sache. Es gibt aber auch einen kleinen Lichtblick, denn die Entwickler hinter dem Battlefield 3 Modding-Projekt Venice Unleashed haben schon eine eigene Lösung gefunden namens Project Worm, mit der man zumindest Bad Company 2 auch weiterhin online spielen kann. Da kann man dann auf existenten Servern spielen oder auch eigene hosten und man kann sogar seine Stats aus dem offiziellen Spiel übertragen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das auch noch geht. Weiter geht's dann mit einigen sehr interessanten Neuigkeiten, denn DICE hat vor kurzem zu Weihnachten ein kleines Special-Video mit dem Producer Ryan McArthur rausgehauen, dem einige sehr interessante Informationen zum weiteren Support von 2042 versteckt sind, also lasst uns auch direkt mal reinschauen. Oh, hello there. I'm Ryan McArthur, and I'd like to welcome you all to this most festive update from Battlefield 2042, coming to you on December the 7th. We've been blown away by your feedback as you've all ventured into Season 6 Dark Creations, and we wanted to let you know there's even more to come. Over the holiday period, we'll be dropping new ways to play and even more rewards, and we'll be back in the New Year's with a bang. So until then, take some time, spend with family, friends, and most importantly, your squad. In. Hey, Ryan, mate, you're supposed to be in the Season 7 maps playtest. Come on. Zuerst mal hat er hier ein bisschen über das kommende Weihnachtsupdate bzw. das Event geredet, das ja einen neuen Modus und einige neue Skins ins Spiel bringen wird. Das ist aber auch noch nicht alles, denn laut McArthur wollen sie nach Neujahr mit einem großen Knall anfangen. Was er damit meint, ist es echt schwierig zu erkennen, aber vielleicht habt ihr es schon gesehen. Hier ist ja einige Male die Zahl 7 versteckt in diesem Video und dabei geht es natürlich, wie man sich schon denken könnte, um die nächste Season 7, die sie hier im Prinzip offiziell angekündigt haben. Das war für mich zumindest schon relativ klar, weil ich ja schon seit dem Season 6 Release praktisch oder seitdem das angekündigt wurde gesagt habe, dass sie ziemlich safe ein volles Jahr 2 machen werden, also praktisch mindestens bis Season 8. Es ist aber natürlich trotzdem auch wichtig, dass sie es auch endlich mal tatsächlich sagen, dass es noch weitergeht. Diese Neuigkeit war also noch nicht das Interessante, was man hier rausziehen konnte. Denn hier wird auch noch ein ganz kleines bisschen subtiler darauf hingewiesen, dass mit der neuen Season wahrscheinlich zwei neue Karten oder mehr ins Spiel kommen könnten. Zuerst mal sagt er hier die Stimme aus dem Hintergrund, dass McArthur zum Playtest der Maps kommen soll, also Maps Plural. Das könnte jetzt natürlich auch ein Zufall sein, aber was dann schon ziemlich offensichtlich ist, sind die beiden Karten, die hier auf dem Tisch liegen. Also wortwörtlich liegen hier zwei Karten für die neue Season auf dem Tisch. Und auf den beiden Karten sieht man es auch tatsächlich schon, wo die vermutlich stattfinden sollen. Die linke Karte zeigt hier einen Ausschnitt von Süd- und Mittelamerika und es sieht so aus, als wäre hier relativ in der Mitte irgendeine Markierung. In dem Gebiet ist so eine Art Dreiländereck von Peru, Bolivien und Chile und wer sich noch an Bad Company 2 erinnern kann, weiß bestimmt noch, dass da relativ viele Karten in Chile angesiedelt waren, wie zum Beispiel Atacama Desert, Isla Inocentes, Laguna Presa, Oasis oder Valparaiso und auch Eureka Harbor, die wir schon in 2042 haben. Es könnte also sehr gut sein, dass es sich hier um eine weitere geportete Map aus Bad Company 2 handeln könnte. Die Maps sind eigentlich auch alle ziemlich hoch angesehen und wären vermutlich sogar mit schon vorhandenen Assets umzusetzen, also wäre das auf jeden Fall auch eine gute Option. Es könnte aber genauso gut auch sein, dass sie hier eine neue Map setzen oder zum Beispiel sowas machen wie Misprotected oder Reclaimed, also dass sie praktisch eine neue Map machen, die von älteren Maps inspiriert ist, aber nicht komplett kopiert ist. Weiter geht's dann aber auch schon mit der rechten Karte und die zeigt hier einen großen Ausschnitt von Arabien, Nordafrika und den umliegenden Gebieten. Hier ist das für mich zumindest nicht wirklich eine Markierung zu erkennen, aber manche Leute sagen auch, sie sehen hier gleich zwei, also könnte hier eigentlich alles Mögliche gemeint sein.
dem Gebiet gibt es natürlich auch schon extrem viele Karten aus verschiedenen Battlefield-Spielen, zum Beispiel aus Battlefield 1, Sinai Desert und Suez, aus Battlefield 2, Stargate Carcant und Golf von Oman oder auch die Hälfte der Battlefield 3 Karten. Weil es unsere erste Karte hier auf jeden Fall auf eine Battlecombi 2 Karte hindeutet, was es ja schon im Portal gibt, würde ich auch mal stark davon ausgehen, dass es bei dieser Karte auch um eine Karte aus einem Portal-Spiel geht und das wäre hier vermutlich dann Battlefield 3. Da gäbe es wie gesagt auch echt viele gute Optionen, die man nehmen könnte, wie zum Beispiel Grand Bazaar, Kark Island oder Diamond Peak. Ich persönlich würde mich aber wahrscheinlich am meisten über ein Remake von Stargate Carcant freuen, weil die für mich eine der besten Battlefield-Karten überhaupt ist und auch endlich mal eine richtige Stadtkarte ins Spiel bringen würde. Die Map ist zwar eigentlich aus Battlefield 2, gab es aber auch durch einen DLC dann in Battlefield 3, also fände ich es schon ziemlich fair, die trotzdem reinzubringen. Dass aber überhaupt jetzt endlich mal mehr als eine Karte pro Season ins Spiel kommt, ist auf jeden Fall mal so oder so als positiv zu betrachten. Nur eine Map pro Season ist einfach nicht genug, um ein Spiel, vor allem mit den jetzt so langen Seasons, zu supporten. Und das haben wir auch optimal gesehen, nachdem wir diese 100.000 Spiele hatten, nach dem kostenlosen Wochenende und so. Und die sind so schnell gedroppt, weil die halt einfach zu wenig Content hatten, mit dem sie spielen können. Zwei Maps sind natürlich aber auch noch meilenweit von dem entfernt, was wir früher mit dem alten DLC-System bekommen haben, aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ansonsten haben wir ja zu Season 7 zumindest noch offiziell keine weiteren Informationen, aber es gibt noch relativ viele Sachen, die schon noch Dataminer gefunden, aber noch nicht im Spiel implementiert wurden. Da gäbe es zum Beispiel den Stealth Bomber Jet, der schon fast komplett fertig in den Dateien ist und so ein bisschen als Äquivalent für den 810 Warthog aus BF4 herhalten könnte. Was die Waffen angeht, gibt es auch viele Referenzen, unter anderem zum UMP 45 SMG, der USAS 12 Shotgun, dem Gewehr 43, der 12G Automatic Shotgun, dem MK6 Revolver, der AUK3 und der Sten, die vermutlich alle als Portalwaffen reinkommen würden. Das ist aber natürlich auch alles nur Spekulation und was dann in Realität kommt, wird sich zeigen müssen. Ich denke mal, wir werden dann wahrscheinlich im Januar oder Februar erste Infos dazu bekommen. Und dann kommen wir auch mal zum letzten Thema für heute, und zwar wurden mal wieder einige Entwickler in einem Podcast interviewt, und zwar dieses Mal zu den Waffen. Was da genau alles gesagt wurde, behandle ich wahrscheinlich nochmal in einem Extra-Video zusammen mit dem Podcast zu den Fahrzeugen, aber was man schon mal sagen kann, sind einige Wünsche und Ziele, die die Entwickler für die Waffen haben. Erstens wollen sie das Waffenfeeling verbessern, sobald sie das Balancing in Ordnung gebracht haben. Dabei geht es dann vermutlich um Feintuning des Stats, also zum Beispiel vom Recoil und der Streuung und sowas, aber vielleicht auch Animationen und Sounds und so weiter. Zweitens wollen sie das Shotgun-Gameplay verbessern, indem sie neue Mechaniken hinzufügen. Was genau das heißen soll, haben sie es aber noch nicht gesagt, und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, was sie hier als neue Features bringen wollen, weil die Shotguns ja im Prinzip eigentlich genauso funktionieren wie in jedem anderen Spiel auch. Und zuletzt drittens wollen sie in Zukunft im Spiel genauer darstellen, wie die Stats der Waffen aussehen und welchen Effekt Attachments auf diese Stats haben. Das wäre wirklich mal eine gute Änderung, weil es bis jetzt in Battlefield immer so war, dass sich die Community entweder Daten aus dem Spiel ziehen oder alles manuell testen musste, was die Waffen angeht, weil eben die Ingame-Stats ziemlich nutzlos waren. Wenn sie das mal ein bisschen besser auf die Reihe bekommen, wäre es zum Beispiel deutlich einfacher für Casual-Spieler zu erkennen, welche Waffen einigermaßen gut sind, und auch für mehr investierte Spieler wäre es besser, weil jemand wie ich zum Beispiel schneller und genauer Waffen analysieren kann für meine üblichen Waffenvideos. Und das war es dann aber auch schon mit den aktuellen Neuigkeiten und von mir. Haut gerne eure Meinung zu der neuen Season in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Haut rein!